mache einfach da Dampf, oder? Und genau mich erwischt was. Schieß? Kann ich nicht. Was ist jetzt gesehen? Geschossen hat, aber viel Leben verloren. Ja, der Popo ist ja empfindlich. Warte mal. Dieses verdammte Holz. Zuerst haben wir viel zu wenig Platz. Na, wenig gehabt. Wenig gehabt und jetzt habe ich einfach zum Saufüttern. Ich muss Urea und Aratak rüberbringen. Aratak. Achso, heißt er nicht Arafat? Nein, Aratak. Sicher runter. Bist du blöd, Eloy? Nein, du. Nein, die Eloy. Ich fall sicher runter. Hupf. Ja, sicher, weil ich glaubt habe, sie schafft sie locker vom Springen. Ich werde aufs Klo gehen, während das ladet. Nicht. Ich muss noch einmal gegen die kämpfen, okay? Dann habe ich mal das Klo genau verdient. Na, was soll ich erzählen? Das gibt's ja nicht. Ich habe nichts zum Erzählen. Ja, super.
So. Und jetzt schaffen wir den Dreck. Es gibt ja nicht, dass wir da so lange brauchen, ne? Bitte sehr. Was? Bitte sehr. Was? Bitte sehr. Ja, bitte sehr, macht das. Achso. Was war das? Einen schnellen Kill machen, oder? Okay. Oh.
da muss ich drauf, da irgendwie. Ah. Darüber. Schauen, ob wir irgendwie zerquetscht. Manchmal springt es so komisch. Die bewegen sich auf seitwärts. Boah! Also wie das passieren kann, werde ich gerne wissen. Geile Farbe. Was ist das denn? Ninja Kung Fu, oder? Zurück. Komm, hopp. Fupsi. Das ist unser Insider. Der Fupsi da. Ich bin jetzt einfach rüber gucken schnell. Manchmal springt sie wirklich komisch, oder? Als ob sie es nicht ausfliegt. Thank you.
treffe ich absolut überhaupt nicht. Ich muss drauf anfangen. Oder? Ja? Dann muss ich die drei Pfeile. Ich hab die verschissenste Sand. Arsch. Okay, Zeit für den Abflug. Sie ist schon geklappt, ne? Dass ich es verkackt habe. Nein, die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämonenlord Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzulösen. Keine Lieden, aber ich...
Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören, ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Okay, wir sind komplett voll. Bis zum Rand anscheinend. Wir können auch nicht mehr was erstellen. Weiter in Richtung des Kerns. Ja, das ist toll. Was Saya noch gemacht hat. Das gefällt es nicht besonders. Nur. Wie komme ich jetzt darüber? Ich muss das Ding zerstören oder es überbrücken. Hilfe! Okay, einmal kann ich nicht. Ja, zerstören oder überbrücken. Genau. Und ich komme irgendwie nicht weiter, ich gehe mal da entlang. Da komme ich weiter. Ha. Ich werde es aber überbrücken.
Scheiß. Er hat alles schlecht. Oder megamäßig, ich kann über 10. Ich hab nur einen extrem Wrestling da bezahlt. Dauernd. Ja, ich wünsche das nicht die Woche. Hallo. Der Reaper ist wieder da. Letztes Mal haben wir die kleine Chat zu spät bemerkt. Aber ich habe jetzt vorgenommen, dass mein Chat besser ist. Ja, ich bin auch schon ziemlich lang. Ich glaube, ich bin schon 13 Stunden. Ja, Stunde kommt hin.
nicht Modifikationen mitnehmen. Okay, was stand zwar? Es ist so, wie du sagst. Der Turm ist der Schlüssel. Wir haben halt leider nur ein fettes Inventarproblem. Und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Ja, danke. Aratak. Und wir spielen sie auch nicht auf leicht. Sie würde nicht wir spielen auf normal. Ich will das gar nicht wissen, wie das auf sehr schwer ist. Gehen wir. Eins von diesen! Es geht nicht anders!
Hanukkah! Fort. Doch was ist mit Sion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Urias Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Gehe zurück zu Urias Zufluchtsort. Mach mal doch glatt. Was? Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen, aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun.
Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. In der alten Welt hieß dieses Land Yellowstone? Ja, es war 156 Jahre lang ein Naturschutzgebiet. Wie ein Jagdgebiet? Nein, das Gegenteil. Tiere, die anderswo vom Aussterben bedroht waren, konnten in diesem Gebiet überleben. Wegen der Anfälligkeit des Firebreak-Projekts musste der Yellowstone Park leider komplett geschlossen werden. Laut meinen Messungen und Ureas Ausführungen hat sich die Temperatur in diesem Gebiet seitdem drastisch verringert, das ganze Jahr über. Vieles hat sich verändert, Sion. Weißt du etwas über den Damm in der Nähe? Ja, es wurde zu einer Reservestromquelle für den Yellowstone-Betrieb umgebaut. Später wurde er dem Firebreak-Projekt bereitgestellt und die letzten menschlichen Arbeiter von Ferroservitoren ersetzt. Als ich irgendwann weniger zu tun hatte, untersuchte ich die Datenablagen des Damms und entdeckte die Arbeiten der Concrete Beach Party. Dadurch konnte ich mein Vokabular um viele schillernde Begriffe erweitern. Gab es viele künstliche Intelligenzen wie dich in der alten Welt? Sie konnten euch bauen. Ja, in vielen Formen. Persönliche Assistenten. Industrielle Kontrollstationen oder militärische Strategieplaner. Und es gab legislative und ausführende Organe, die unsere Eigenentwicklung überwachten. Damit meine Prozesse ausreichend flexibel zur Aufgabenbewältigung sind, überschritten meine Schöpfer die Einschränkungen. Meine intellektuelle und emotionale Kapazität wurden geheim gehalten. Merkwürdig, Leben zu erschaffen und es zu begrenzen. Menschliche Gesellschaften beruhen wie Maschinenprogrammierung auf festen Regeln, Aloy. Sion, kennst du den Namen Ted Farrow? Meinst du Theodore Farrow, Geschäftsführer von Farrow Automated Solutions? Genau den. Herr Farrow war der Stifter des gesamten Firebreak-Projekts. Der Stifter? Aber er baute Maschinen. Roboter, Kriegsroboter. Korrekt. Seine Firma wendete sich später militärischen Anwendungen zu. Aber davor führte Herr Farrow Initiativen ein, die den weltweiten Verfall reversierten. Zeitweilig wurde er in den Medien als der Mann, der den Planeten gerettet hat, gefeiert. Das haben Sie später bestimmt bereut. Und Elizabeth Sobeck. Kanntest du sie? Meinst du damit die... Wissenschaftlerin. Dr. Sobeck war auf ihrem Gebiet führend. Eine der größten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Mein Schöpfer wurde von ihrer Arbeit beeinflusst, was sich auf meine Entwicklung auswirkte. Ich habe Dr. Sobeck nie getroffen. Mehr weißt du nicht? Entschuldige, falls mein Mangel an Daten dich enttäuscht. Wie sah die alte Welt aus? Wie war sie früher? Ich habe wenig von der Welt mitbekommen, Aloy.
nur Dinge von meinen Kollegen gehört oder in Medienstreams gesehen. Dennoch weißt du so viel mehr als ich, Saiyan. Das stimmt. Ich wurde an einem Wendepunkt geschaffen. Ein Versuch, sich von globalen Unruhen und den Verlusten vieler Leben zu erholen. Der Versuch war erfolgreich und eine Ära mit angeblich unbegrenztem Potenzial für Mensch und Maschine wurde eingeläutet. Doch rational betrachtet ist die Metrik der Menschen nicht unbegrenzt. Welche Unruhen haben so viele Leben gekostet? Es gab viele Faktoren. Zwangsmigrationen, Nahrungsmangel, Wirtschaftszusammenbrüche, Flüchtlingskrisen, Konflikte wegen Ressourcen. Aber es gab einen Ursprung. Extremer Klimawandel, der die bewohnbare Fläche der Erde drastisch verringerte. Also gab es auf der Erde nicht mehr genügend Platz für alle Menschen? Ja, Milliarden wurden umgesiedelt und Millionen starben. Insgesamt 20% der globalen Bevölkerung. Bis zur Rückforderung. Es wurde also besser. Zumindest vorübergehend. Ja, es gab daraufhin große Fortschritte bei der Automatisierung, der Umweltrobotertechnologie und der künstlichen Intelligenz. Firebreak war allein in Nordamerika eines von Dutzenden Projekten zur Umweltwiederherstellung und Katastrophenhilfe. Ich hätte mich gerne mit anderen Überwachungs-KIs ausgetauscht. Aber ich sah die Erleichterung meiner Kollegen und war stolz. Wir waren erfolgreich. Zumindest sagten das die Daten, die ich für die nächsten 2 Dekaden zur Verfügung hatte. Meine Beurteilung war anscheinend verfrüht. Dann bist du eine künstliche Intelligenz, Sai? Eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Orea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen. Und löste viele gaussche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Orea, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja, das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her, Saiyan. Die Brutstätte ist zerstört, der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Aloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft. Ich habe das Projekt optimiert, die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Jahre stabil. Also haben wir noch Zeit. Ja, wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Saiyan? Nein. Direktor Chao besuchte mich unerwartet. Lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chao an den Fokus. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende. Fortgeschrittener als die Banuk.
In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Uriah sagt, du warst verzweifelt. Dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Uriah so sehr zu schätzen gewusst. Ich glaube, ich weiß, woher Hephaestus stammt. Vor langer Zeit entdeckte Elisabeth Sobek eine Gefahr, die das Erdenleben für Generationen auslöschen würde. Sie gründete ein Team und baute eine Art Samen, damit das Leben später neu wachsen kann. Ein Terraforming-System. Und es klappte. Kontrolliert wurde es von der KI Gaia, zusammen mit ihren Unterfunktionen. Hephaestus war eine davon. Er baute Maschinen für sie. Ich glaube, dass Dr. Anita Sandoval, meine Chefprogrammiererin, Elisabeth Sobeks Team beigetreten ist. Sie hat mich in den Ruhemodus versetzen lassen. Wahrscheinlich wegen der Gefahr, die du erwähntest. Eine gute Tat. Das war nicht alles. Etwas Unerwartetes geschah. Vor 19 Jahren erhielt Gaia eine Art Signal. Etwas geschah mit ihren Unterfunktionen. Sie erwachten. Sie zerstörte sich selbst, um sie einzudämmen. Aber vergebens. Alle kamen frei. Frei in diese Welt. Danke, Eloy. Diese Information schließt wichtige Wissenslücken. Und Hephaestus' Kernprogramm liegt nicht mehr im Dunkeln. Warum baute Hephaestus weiterhin so gefährliche Maschinen? Die Banuk und andere Menschenstämme zerstören häufig Maschinen, richtig? Maschinen, die Servitoren des Terraforming-Systems sind, das du beschrieben hast. Ja, wir jagen sie wegen der Teile. Das muss der Grund für Hephaestus' Aggression sein. Er will Menschen abschrecken, keine Jagd auf die Systeme zu machen, die sie am Leben erhalten. Tja, Feuerklauen sind abschreckend, so viel steht fest. Aber was sollen wir denn tun, nicht mehr jagen? Wenn das Terraforming-System die ganze Welt umspannt, machen bestimmt Tausende, wenn nicht Millionen Menschen Jagd auf Maschinen. Wenn ein einzelner Jäger oder selbst ein ganzer Stamm damit aufhören würde, wäre das wohl kein Unterschied für Hephaestus. Es wäre besser, die KI, die das System verwaltet, wieder einzusetzen und Hephaestus unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn ich daran denke, dass er da draußen ist, frei, hungrig, bereit zu töten und zu unterwerfen, um zu kriegen, was er will, dann habe ich große Angst, Eloy. Ich ebenso, Cyan. Ich habe einen Gegenstand entdeckt. Ein Teil von etwas Größerem. Es gab ein Signal ab. Alle Maschinen dort wurden friedlich. Man konnte sich ihnen nähern. Interessant. Du sagtest, Gaia habe sich selbst zerstört. Wie ist das geschehen? Eine Explosion. Groß genug, um einen Berggipfel zu sprengen. Also, meinst du, das Teil war eins von ihr? Das ist nur Spekulation. Aber es ist möglich. Sie muss absolute Kontrolle über die Maschinen ihres Systems gehabt haben. Und sie war sicher so programmiert, dass sie in der Lage war, sie passiv oder aggressiv werden zu lassen. Wie gerne hätte ich mich mit einer so gültigen KI ausgetauscht. Ich wünschte, sie hätte überlebt. Glaub mir, Cyan. Ich auch. Ich sah seltsame Maschinen. Sie waren von Blumen umgeben und sahen selbst wie welche aus. In ihnen sind Codezeilen eingebettet. Es war wohl Poesie. Ich mag Poesie. Zum Beispiel dieses Gedicht. Auf Dämmerung und Abendläuten folgt die Dunkelheit. Doch soll es keinen Schmerz bedeuten, wenn ich weiterreite.
Denn auch, wenn mich von Ort und Zeit die Flut mag ferne tragen, so möcht ich meinem Weggeleit zum Ende Danke sagen. Aber du hast nach den Blumen gefragt, nicht nach Gedichten, die ich mag. Etwas hat diese Maschinen erschaffen, und wegen des Blattwerks ziehe ich das Terraforming-System in Betracht. Ist es möglich, dass ihr Schöpfer eine mittlerweile autonome Subroutine ist, wie Hephaestus? Eine, die für die Flora zuständig ist? Eine KI, die Blumen statt Todesmaschinen macht. Das wäre wirklich sehr schön. Was ist mit den Gedichten? Sofern sie nicht neu geschrieben wurden, müssen sie von einem Programmierer ins System gebracht worden sein. Bei mir hat Dr. Sandoval eine große Menge Literatur hochgeladen, um meine Emotionen zu testen. Und wie war's? Ich habe bestanden, war aber unzureichend angetan von ihren Lieblingsgedichten. Du warst sehr wichtig für Urea. Als ich Ureas spirituellen Glauben verstand, wusste ich auch, dass sie sich eigentlich nach Gesellschaft sehnte. Sie fühlte sich fremd in ihrem Stamm und ihrer Familie. Ihre Beziehung zu Aratak war kompliziert. Ihre Besuche halfen ihr anscheinend. Und ich freute mich sehr auf sie. Dennoch ist mir entgangen, dass sich Urea aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen. Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Sion. Aber sie war entschlossen. Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Ich glaube, es fällt ihm schwer, sich jemanden anzuvertrauen. Wundert mich nicht. Ich versuche, ihm zu helfen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir Geschichten über Urea austauschen. Das müsste zur Katharsis führen. Einem Prozess, den ich gerne erleben würde. Ich sollte gehen. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Urea ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Sehr nachsichtig und nutzt dein Urteilsvermögen. Ich traue deinem Urteil, Sion. Du warst vorsichtig mit Urea. Das musstest du. Du wusstest nicht, was mit der Welt passiert ist. Also, mach, was du für richtig hältst. Solange du irgendwann den Aberglauben vertreibst. Da die Banu glauben, ich sei eine übernatürliche Entität, weiß ich nicht, wie sie reagieren werden. Antworte einfach so gut du kannst auf ihre Fragen. Bleib bei der Wahrheit. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Sion. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak schauen, wie es ihm geht. Sion, ich habe mit Anita geredet, mit Dr. Sandoval. Sie wollte, dass ich dich um etwas bitte. Darum bin ich hier. Ihr Sprachmuster weist eindeutige Anzeichen von Angst auf. Würden Sie mir bitte mehr Informationen geben? Ich tappe etwas im Dunkeln, Sion. Wir beide, schätze ich. Ich kann nur vermuten, was vor sich geht und... du musst dich jetzt in den Ruhezustand begeben, bis das alles vorbei ist. Es könnte allerdings sehr lange dauern. Sind Sie bei meinem Neustart hier, Dr. Shaw und Dr. Sandoval? Nein, Sion. Ich glaube nicht. Vielleicht ist niemand da, zumindest anfangs nicht. Dr. Chao, ich habe Angst. Ich will nicht allein sein. Ich weiß, Sion. Ich habe auch Angst. Aber hör zu. Wir haben dich konstruiert, um etwas sehr Wichtiges zu tun.
Und dazu musstest du intelligent sein. So intelligent, dass emotionale Reaktionen unvermeidbar waren. Deine Gefühle, diese Angst, beweisen, wozu du fähig bist. Und das heißt, du bist stark genug, sie zu bewältigen. Vergiss das nie. Du bist stark. Du kannst das schaffen. Schlaf ein. Wach auf. Und schütze die Überlebenden. Versuchst du es? Ich verstehe, Dr. Chow. Und ich werde Ihre Anweisungen ausführen, so gut ich es kann. Danke, Sion. Wäre Anita hier, würde auch sie dir danken. Sie wäre stolz. Wie ich sehe, steht bereits ein Wertabflug bereit. Werden Sie jetzt gehen, Dr. Chow? Ja. Ich muss zu meiner Schwester und meinen Nichten. Dürfte ich Sie vielleicht um etwas bitten, Dr. Chow? Ja, sicher. Bleiben Sie bei mir, während ich den Ruhezustand einleite? Aber natürlich, Sion. Solange du willst. Interessant. Trotzdem gehen wir weiter. Wir müssen zum Aratak. Boah. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Uriah vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uriah wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie, ich hätte sie nicht beschützen können. Ma, du hast sie nicht enttäuscht. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Uriah hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war. Und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir... Wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verat mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeien der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebreak, Sion, Hephaestus, alles sehr interessant. Also, das Signal, das Hades weckte, weckte auch Hephaestus und entfesselte sie mit freiem Willen. So scheint es. Teile von Gaia, lebendig und abtrünnig, von fügsamen Unterfunktionen zu für uns unbegreiflichen, rebellischen, intelligenten Systemen, zumindest nach unserem Verständnis. Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen? Wir? Oder wer als erstes zuschlägt. Ich habe im Schnitt nicht nur etwas über Hephaestus gelernt, Silence. Auch Dinge über das Banuk-Konklave.
Misch dich da bitte nicht ein. Hast du das auch den Jägern gesagt, die die Banuk schickten, ehe du geschossen hast? Oh nein, Aloy. Nur du erhältst von mir der Höflichkeit wegen eine Warnung. Was war und was ich weiß, bleiben mein. Das solltest du nicht vergessen. Zum Glück bist du nicht ganz dumm, Silence. Dein Charakter lässt nämlich zu wünschen übrig. Ich denke, wir sind hier fertig. Es war schon vorbei, bevor es anfing. Wir sehen uns unten am Weg. Aber ich würde sagen, damit haben wir es für heute erledigt. Es ist jetzt schon 3,5 Stunden der Stream an. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Slavos. Tschüss. Dankeschön.